Hi, ich gehe demnächst auf eine Hochzeit. Und was braucht man für eine Hochzeit? Natürlich ein Kleid. Und deshalb war ich vor ein paar Tagen auf ASOS und habe mir ein paar Kleider bestellt. Ich bin nur 1,60 groß und meine Kleidergröße ist ungefähr 38. Ich würde sagen, zuerst nehme ich euch mal mit in die Vergangenheit und zeige euch, wie ich meine ganzen Kleider bestellt habe und was ich mir fast alles gekauft hätte. 9000 Modelle ist mir etwas zu viel. Am besten dimmt man die Anzahl ein, indem man seine Größe raussucht. Kollektion ist auch immer ganz gut, weil ich will nur die Hauptkollektion und die Petite-Kollektion. Die Talls, also für große Mädels, brauche ich mir gar nicht erst anzeigen zu lassen. Und die Umstandsmode brauche ich mir auch nicht anzeigen zu lassen, auch wenn mein Bauch anders aussieht. Oh, und über 600, nee, möchte ich auch nicht zahlen. Maximal, 150. Also was ich mir vorstelle, ist eigentlich ein langes Kleid. Also ich weiß ganz gut, welche Form mir passt. Und hier weiß ich jetzt schon, dass die Taille zu tief ist und ich total kastig oben aussehen werde und total groß. Also breit. Also bis jetzt sehe ich noch nichts, das mich anspricht. Und ich muss sagen, ich bin offen für Neues. Ich bin offen. Oh, yes, please. Oder sowas hier. So Ruffle tragen immer ein bisschen auf. Oh, das hier, ne? Das hier. Ich meine, ich habe schon eine Figur. Und die kann man bestimmt auch gut in Szene setzen. Deshalb versuche ich das hier mal mit. Das ist auch toll. Ich habe mir Karten für Ariana Grande gekauft im Oktober. Und da bräuchte ich eigentlich auch noch ein Kleid für. Party Dress. Yes. Okay, ich glaube, solche Ruffle hier, das ist mir zu... Eigentlich habe ich eher an sowas hier gedacht, an so Blumen und dann in so einem Schnitt oder so, Nicht so kurz und nicht so Party und nicht so streng. Okay, ich glaube, ich habe mich dazu entschlossen, alle kurzen Kleider rauszunehmen. Mini können weg. Maxi, yes, please. Midi, auch okay. Das ist hübsch, hat aber tatsächlich meine Hautfarbe. Wird auch wahrscheinlich hier unten sehr auftragen. Ich brauche mehr sowas, was hier in der Mitte geschnürt ist. Das sieht gut an mir aus. Das wird mich wahrscheinlich sehr breitschultrig aussehen lassen. Und ich glaube, so Farben wären eigentlich besser. Och, Fuchsia in the house. Fuchsia in the house. Yes, I take it. Das möchte ich gern, das habe ich doch gesagt. Und rot finde ich auch sehr schön. Auch obwohl mir so ein Ausschnitt eigentlich nicht steht. Hier so einer, wo die Schultern so weit sind, frei sind und das in der Mitte so zusammengeht. Nehme ich gleich wieder raus. Hübsch. Etwas übertrieben, aber nehme ich. Es ist so schön. Aber es ist auch so viel zu lang. Das ist auch wunderschön. So zartblau. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Das kann man doch nicht anziehen. Und das hier sieht aus wie von 2003 oder so ähnlich. Das ist auch geil. Oh mein Gott. Mit Umhang oder was? Muss ich mir angucken. Wow. Oh mein Gott. Okay, bestellt. Das ist auch schön. Aber das hat auch so einen Ausschnitt. Warum? Ist das jetzt modern oder was? Das hatten wir doch schon mal. Warum haben die das nochmal reingebracht? Sind die Ärmel kürzer oder was? Gefällt mir natürlich besser mit kürzeren Ärmeln. Oh Gott, diese Art Kleider erinnert mich so an die 80er. Das ist süß. Das ist so Selena Gomez-Style. I like. Oh, Hammer. Yes, please. Oh, hallo? Was ist das? Wollen wir das? Wollen wir das einmal anziehen? Nee, das ist albern. Das hier wollen wir anziehen. So stelle ich mir auch mein Hochzeitskleid vor, nur halt in weiß. Oben so T-Shirt und unten halt Rock. Nein, er hat mich noch nicht gefragt. Immer noch nicht. Wahrscheinlich hat er mein Video gesehen dazu. Und weiß, dass es unter einem schlechten Stern steht. Oh, yes! Hallo? Hallo, sieht das nicht geil aus, oder was? Ja, das möchte ich gerne. Ich glaube, das, kommt schon mal in die engere Auswahl. Och, was haltet ihr davon? Das wäre doch mal out of the box, oder? Da wäre ich doch auf jeden Fall mal in etwas anderem als das, was ich sonst anziehe. Geschmack ist relativ. Und ich finde vielleicht was toll, was ihr ganz schrecklich findet. Und ihr findet irgendwas toll, was ich schrecklich finde. Oh, das ist so süß. Das will ich. Oh, ich werde am Ende 25 Kleider in meinem
Warenkorb haben. Das kann ich doch nicht kaufen, ey. Vor allen Dingen kostet das dann auch einfach mal 1000 Euro oder mehr. Oh, yes. Mm. Ich glaube, das gab es von oben schon mal in hell. Aber in pink. Hallo. Oh, das ist aber auch schön hier. Hatte ich das schon im Warenkorb? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt. Ich liebe gelb. Ich kann einfach nicht Nein sagen zu gelb. Und zu blau auch manchmal nicht so richtig. Blau steht mir einfach. Das ist halt das Problem. Oh, das ist süß. Oh, geil. Bubblegum. Das hier sieht aus, als wäre es aus Hubba Bubba. Oh mein Gott. Wie würde ich damit aussehen? Übertrieben? Ja, definitiv. Yes, please. Oh mein Gott, ja. Oh, hallo, sexy. Lol. Ja, genau. Sterne auf dem Kleid. Ich hoffe nur, ich habe nicht das gleiche Kleid an wie irgendeine andere auf dieser Party. Das wäre nämlich super peinlich. Dann gehen wir mal hier in unsere Lovebox oder wie auch immer das heißt. Wishlist. Jetzt müssen wir nur noch eine Größe auswählen. 38. Leute, ich sehe schon, es wird 3000 Euro kosten. Okay, Leute, ich weiß ganz genau, dass ich das nicht anziehen werde. Das sieht auch sehr süß aus. Ich nehme es in der 36 auch. Bin ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich glaube, mein Einkaufskorb hier, mein 19-teiliger, der hält nur eine Stunde oder so. Maxi-Kleid mit ein Schulter. Mit ein Schulter. Ich habe überhaupt nicht so viel Geld auf dem Konto. Es ist nämlich der 30. und nicht der 1. Und am 30. habe ich kein Geld. Okay, auf die Gefahr hin, dass mir die Hälfte der ganzen Sachen zu klein sein werden, weil ich die in der 36 gekauft habe, bestelle ich die trotzdem in dieser Größe. Das ist ein wahnsinnsteurer Einkauf. Okay, ich habe alles nur einmal. Es ist unglaublich teuer. Das Paket ist gestern gekommen und ich ziehe jetzt alle Kleider hintereinander weg an, damit ich mich dann auch entscheiden kann. Denn ich finde, nur wenn man die wirklich nebeneinander stellt, kann man sich auch richtig gut entscheiden. Zur Unterstützung habe ich meinen Freund dabei, der sich liebenswerterweise dazu bereit erklärt hat, mir beim erstens mal An- und Ausziehen dieser Kleider zu helfen. Und zweitens bei der Entscheidung. Also ich habe hier eins. Ja, was halten wir davon? Du brauchst noch so spitze Ohren, glaube ich. Also ich finde die Farbe total toll und ich habe ja wie gesagt einige Sachen in der 38 bestellt, einige in der 36, das hier ist eine 36 und oh mein Gott, es ist tight. Alter, bin ich rot. Das liegt aber glaube ich daran, dass das Kleid so grün ist und es dann denkt, okay, dann muss... Muss ich das unbedingt ausgleichen? Ja, muss ich das unbedingt ausgleichen. Dann muss ich alles rot nach links schieben. Damit das hier nicht so grün wirkt, aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Grün. Ich finde das voll süß mit dem Blümchen. Ja? Also es ist halt ein bisschen oldschool so, wegen der Spitze, aber eigentlich ist es ganz süß. Also es ist halt ziemlich frühlingsmäßig so. Mhm. Ist schon irgendwie ein Statement so. Passt halt zu deinen Haaren, du siehst ein bisschen aus wie so eine Elfe. Was ich jetzt natürlich nicht will, ist, dass die ganzen Fotos auf der Hochzeit, die mit mir gemacht werden, rot werden. Das wird sich nicht überweisen lassen. Aber da habe ich vielleicht auch nicht rot an. Oder nee, andere. Das stimmt. Okay, next. So, das nächste Kleid ist ein Mini-Kleid. Ein sehr, sehr, sehr anliegendes. Ich weiß gerade nicht, welche Größe das ist. Aber ich dachte auch, es wäre mal lustig, sowas auszuprobieren. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen runder am Bauch, als ich dachte. Irgendwie dachte ich, das sitzt vielleicht ein bisschen besser. Und ich sage euch, dieses Mini, das ist echt schwierig. Und oh mein Gott. Also, guck die Schleife nicht an. Die hat selbst gemacht. Ja, ich bin jetzt auch nicht als Schleifenexperte bekannt, von daher. Okay, ich glaube, das ist ein definitives No. Ist halt ein bisschen presslustig. Sehr risqué. Ja, ich sehe ein bisschen aus wie Leberwurst. Oh, Peace. Keine Leberwurst. Mhm, ganz kleine. Okay, next. Als nächstes habe ich eins von diesen klassischen Brautjungfernkleidern bestellt. Es ist viel zu lang. Es schleift direkt auf den Boden. Aber das ist halt, weil ich 1,60 groß bin. Normalerweise sind Leute nicht 1,60 groß und Kleider nicht... Machen keine Leute, hä? Ja, normalerweise sind Kleider halt nicht für 1,60 große Leute geschnitten. Da muss man schon aus der Petite-Range bestellen. Das habe ich auch teilweise gemacht, aber das hier ist halt eins von den normalen Kleidern. Und ja, das Kleid ist viel, viel weinroter, als es bei euch jetzt gerade rüberkommt. Ja. Aber die Frage ist, wie ist der Stil?
Was würdest du sagen? Also ich finde das Kleid wunderschön. Ich finde das schön schlicht, klassisch, sieht voll elegant aus. Aber ich finde, das sitzt schön. Es ist halt leider ein bisschen lang. Also ich finde das sehr schön. Okay, nächstes. Das hier ist ein Petit-Kleid. Also das ist extra für kleine Frauen. Und, wie findest du? Zuerst habe ich so gedacht, so uff. Ziemlich viel Glitzer. Sehr verspielt. Aber es sitzt super. Ich finde, also sitzen tut's cool. Auf jeden Fall. Das ist halt ganz schön viel, ne? Aber es ist nicht, wirkt irgendwie nicht wie zu viel. Es ist einfach irgendwie schick. So Pailletten und so Glitzer und so, das kann einen ganz schnell super erschlagen. Ja, aber nö, das ist süß. Das sieht aus wie so eine Sommergrillparty. Grillparty? Ja, ja, so, so. Nee. Keine Ahnung. Klar, im Garten. Eine Grillparty. Was? Und dann mit einem Glitzerkleid? Ja. Naja. Ich glaube nicht. Ein bisschen rausstechen. Oh, was? Aus der grauen Masse. Oh, Sammy. Next. Finde ich super süß. Sie haben sich eigentlich dafür entschieden, einen V-Ausschnitt zu machen und dann hat jemand gesagt, nee, wir müssen doch dann auch was bekommen. Das ist ein tiefer Ausschnitt. Und, wie findest du es? Ich finde es süß. Es ist halt natürlich weniger elegant als jetzt dieses Weinrote, was wir hatten. Mhm. Ich sag mal, fast schon alltagstauglicher. Mhm. Aber es ist trotzdem ein schickes Kleid für irgendwelche Anlässe. Und ich finde halt, die Farbe, also du hast halt schon ein dunkelblaues Kleid und ich finde, das steht dir einfach super. Mhm. Aber kommt es in die nähere Auswahl oder ist es eher langweilig? Ja, das ist die Frage. Das ist schwierig zu vergleichen, weil das ein anderer Stil ist ein bisschen als andere. Mit zum Beispiel die bisschen längeren Kleider, sag ich mal. Aber es ist wahrscheinlich einfacher darin zu tanzen. Das definitiv. Okay, nächstes Kleid. Ich habe das sogar in dunkelblau bestellt, Leute. Ist es ein bisschen lang? War das andere auch so lang? Also obenrum passt es wieder super. Ja. Das wirkt ganz anders. Wow. Ja, das ist so ein Mitternachts. Ja, ja, das ist so, wow. Ja, übelst. So ein Opernkleid irgendwie. Was voll geil. Man, also ich finde das auch sehr, sehr schön. Ich finde das ein sehr schönes Kleid. Vor allem in Blau. Ich finde es in Blau besser. Die Farbe ist halt ein bisschen, es ist dunkler als so normal, wenn ich jetzt an Dunkelblau denken würde. Mhm. Aber das macht es halt auch ein bisschen edler, sage ich jetzt mal. Vor allem im Kontrast zu den Pailletten. Die hat auch verschiedene Farben sogar. Cool. Ja, so silberblau sind. Silber- und Blautöne, ja. Das ist echt wunderschön. Ich liebe auch so einen Stil, der oben ist wie ein T-Shirt und unten halt wie ein Kleid oder ein Rock. Wenn das in die engere Auswahl soll, dann solltest du gucken, ob es das noch in Petit gibt, das so ein bisschen kürzer ist. Mhm. Weil obenrum, also ich wüsste nicht, was halt besser sitzen würde. Weißt du? Also wenn... Ja. Wenn nicht das, was da. Es ist sehr lang. So, vielleicht kann man auch was machen, wenn ich die ausziehe. Mhm. Oh mein Gott, wow. Das ist so ein richtig aquafarbenes Kleid. Halt ein Schulterringchen nur. Hinten ziemlich weit offen. Wie macht man sowas mit einem BH? Was zieht man an? So trägerlos oder ist einfach dann egal? Oder? Ups, hochkleben. Es gibt da schon Methoden. Oder man geht halt frei. Von der Leber weg. Mhm. Also, obenrum sitzt es gut, untenrum ist es mal wieder viel zu lang. Das Problem habe ich aber bei Maxi-Kleidern immer irgendwie. Es ist super, super dick, gerade beim Anziehen. Super viel also, Stoff. Das wiegt halt irgendwie gefühlt 20 Kilo oder ja, so, das Ding. Ist sehr schwer, sehr massiv. Ist aber auch in Ordnung, weil das fällt dann natürlich anders, als wenn das so leichter Stoff wäre, der dann so wer aufbauschen würde. Steht da? Für mich ein bisschen wie Cinderella oder so. Ja, ja, das ist auch so. Wenn man die anderen Kleider sich betrachtet, ist es irgendwie, ja, so ist es nur gut, aber nicht, ja, also ausstechend, sag ich mal. Auch. Okay, next. Okay, Leute, letztes Kleid. Was denn? Fühlst du dich wie im Mittelalter und ich bin das Burgfräulein? Ja, so fühle ich mich auch. Burgfräulein, ja. Also, so fühle ich mich auch. Das ist ein sehr, sehr schönes Kleid wieder. Es hat einfach diese Farbe von dem anderen. Das finde ich sehr, sehr edel. Es ist, glaube ich, allgemein ein bisschen zu... Es ist eine kleine Nummer zu groß irgendwie. Mhm, das rutscht mir runter. Ja, ja. Die Arme behindern mich auch ein bisschen. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich oben... Das fällt vielleicht anders, wenn das der richtige Größe wäre. Vielleicht. Du? Nee, ich glaube, das wäre noch behindernder für die Arme. Weil ja, die sind ja nur dort angebracht, nur... Also ich finde es schön, aber das andere ist auch schön. So, ich muss das jetzt hier nicht haben. Nee, ich glaube... Ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass das so oldschool ist, sag ich jetzt mal. Ich finde das eigentlich ziemlich edel. Also es ist ein schönes Kleid und es steht bestimmt anderen Leuten super. Hm.
Aber es ist, glaube ich, zu weit aus meiner Komfortzone raus. Ich glaube, oder ja, beziehungsweise es ist eher so ein, so für Leute, die auf Mittelalter stehen. Sorry, wenn ihr dazu gehört. Aber das könnte euch gut stehen. Gut. Gut. Vor dein Eisenherz. Ja, das war's mit unserer kleinen Modenschau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nächstes Mal ziehe ich Kleider an. Aha. Aha. Wir haben jetzt alle Kleider anprobiert. Und wir können uns noch nicht so richtig entscheiden. Ich glaube, ich muss das alles erstmal auf dem Video sehen. Und dann kann ich mich besser entscheiden. Ich blende es euch hier mal gerade kurz ein, welches ich genommen habe. Ich verlinke euch natürlich alle Kleider, die ich bestellt habe, in der Infobox. Schaut also vorbei, falls ihr euch für ein Kleid interessiert. Folgt mir gerne für tägliche Updates auf Instagram. Abonniert meinen Kanal für weitere coole Videos wie dieses hier. Ich verabschiede mich heute von euch und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao!